Juhu! Delius Prospect! Delius Prospect? Jo. Sonst fragst du auch mal, was beim letzten Mal passiert ist. Na, weißt du, ab und zu probiere ich mal, was passiert, wenn ich einfach meine Fresse halte für ein paar Sekunden und ob dann was losgeht und jedes Mal denke ich mir. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, was du da denken tust. Ey, ja, jetzt ist mir das eingefallen. Habt die Folge von letzter Woche erschnitten. Und Flummi, die findet ja immer, ich soll gar nicht so reden, obwohl ja Leute, alle Leute aus Novosibirsk, das sind bestimmt auch ein paar in Moskau, ja eigentlich den ganzen Tag so babbeln. Und babbeln ist aber doch falsch in dem Zusammenhang. Naja, babbele ist ja nur auch bayerisch, schwäbisch und das Sächsische hat alles aus dem Süden mitgenommen. Auf jeden Fall, das letzte Mal hast du irgendein Wort, ich hab schon wieder vergessen, was es war, aber es war voll sächsisch betont. Wirst du dir jetzt die Haut in Streifen vom Leibe ziehen? Ja. Dann fang mal an. Ich fühle mich schmutzig, ekelhaft. Du bist schmutzig und ekelhaft, aber auf eine ganz neue Weise. Ich werde mich ab sofort aus diesem Podcast zurückziehen und möchte hier nicht mehr dran teilhaben und meine Stimme, die so schmutzig und widerwärtig ist, im Internet präsentieren. Es ist ja nicht deine Stimme, die schmutzig und widerwärtig ist, es ist ja nur deine Aussprache. Wenn du nicht die Aufnahme laufen hättest, würde ich dich jetzt kicken. Guck dir einfach diesen wunderschönen Troll an. Wie willst du den denn kicken? Das ist voll einfach. Guck mal, wie nett er guckt. Ich hasse dich. Du hättest mir das sagt mir sowas nie wieder. Wenn, dann will ich es nicht hören. Ich höre doch unsere Folgen sowieso fast nie. Na, aber wie kann ich dir das denn verschweigen? Weil ich mich jetzt schmutzig und widerwärtig fühle. Das kann schon mal passieren. Das kann jedem mal passieren. Mach dir keine Gedanken. Ich kann nicht sexuell, also kann mir das nicht passieren. Viel besser. Jeder kann, er muss nur wollen. Nee. Das will doch keiner. Das war. Ja, aber du musst halt wollen. Achso, in der letzten Folge. Nee, das will jetzt keiner mehr. Also mich gerade eben so unsanft unterbrochen. Was hab ich in der letzten Folge? Das Ding ist, ihr denkt jetzt beide, ihr sitzt am längeren Hebel. Jetzt möchte ich euch Folgendes kurz darlegen. Ich kann dieses Intro auch über eine Stunde ziehen. Ich schneide das auf eine halbe Stunde zusammen, weil die Hälfte quasi stille ist. Interessiert's mich, ob wir heute irgendwas Sinnvolles spielen? Nein. Und euch? Nein. Alles klar. Super. Und nun? Keine Ahnung. Also. Ich lasse die Aufnahme nochmal vorsichtshalber an. Du bist eine kleine Prinzessin. Ich bin eine kleine Prinzessin, die redet nicht mehr, nur weil ich sie darauf hingewiesen habe, was sie getan hat. Sie fühlt sich widerwärtig und ekelhaft. Du wurdest nicht vergewaltigt, du hast nur dein Stimmorgan missbräuchlich eingesetzt. Es fühlt sich genauso an. Sie hat sich quasi selbst vergewaltigt. Dafür kann ich ja nichts. Du würdest auch auf solche Leute nicht Rücksicht nehmen, du würdest über sie lachen und sagen, ha, sind die dumm, genau das wären deine Worte. Aber dann darf ich mich doch jetzt wenigstens angemessen schlecht fühlen, weil ich so dumm war. Kannst du machen, aber die Folge, also das Intro muss ja sein Ende finden und das Ende leitet sich ja immer eindeutig in der letzten Folge. Oh, was willst du denn jetzt hören? In der letzten Folge ist Carmen Prospect geworden. Viel Spaß und bleib geil. Jetzt ist er der Stärkere von uns, da super. Jetzt hast du den Alpha-Status abgegeben. Ich bin einfach der schlimmste Fixer, den es gibt. Ja! Jetzt hat sie ihren Alpha-Status verloren, super. Und ihr Selbstbewusstsein. Normalerweise wirst du, wenn man aus dem Alpha-Status verliert, wird man aus der Herde geschmissen. Nicht überall, man kann auch einfach dann zum Omega werden halt. Ist das so? Ich glaube nicht, dass ein Wolfsrudel das Alpha-Tier dann rausschmeißt. Und bei Affenarten ist es auch nicht so. Also bei Affenarten definitiv nicht, und die sind ja dem Mensch ähnlicher als Wölfe, sag ich mal. Bei Löwen. Du kennst aber komische Menschen. Willst du mir sagen, dass mit Scheiße schmeißende Schimpansen dem Menschen nicht sehr ähnlich wären? Schon einigen. Aber die hören auch Hip-Hop. Also die Menschen. Eiskalte Kritik. So, haben wir uns alle wieder lieb? Ich bin völlig bereit. Beförderung und so.
Euch beide hab ich lieb. Ach so, du hast dich nur selbst. Alles klar. Pass auf, Gabi. Daddy. Whatever. Ja. Lass doch mal 3 Monate springen. Okay. Dülülülü, pass auf. Oder muss ich jetzt wirklich 3 Monate springen, weil der Chef das gesagt hat, dass ich 3 Monate springen muss? Bitte. Dann habe ich nachher da eine ziemlich hohe, gute Sprung-Dingsbums. Also erstens ist jetzt 15. September. Zweitens, das ist ja so ungefähr dein Einzugsdatum. Ich komme gleich zu einem anderen. Das Wichtigste ist erstmal, was in meinem Kalender steht. Und da steht am 18. Freya Geburtstag. So. Die wäre mittlerweile dann sowieso viel zu alt. Pfui, ekelhaft, auf jeden Fall. Prospektzeit ist am Anfang nur die Hälfte der Zeit schlimm. Ich meine, oftmals ist es ja auch tatsächlich nur Arbeiten verrichten, die ja nicht per se entwürdigend sind, ne? Ich meine, die gibt's auch, aber die werden dich ja nicht jeden Tag durch Scheiße ziehen. Des Weiteren, was Vlad öfter gern mal ansetzt, sind so, wenn ich sage Kampfspiele, verstehst du das falsch? Rauf- und Kampfspiele. Das heißt sowas, wie das kennst du sicher nicht, der Bulle im Ring. Das heißt, alle stellen sich halt in einem Kreis auf und dann wird jeder am Anfang rein. Und seine Aufgabe ist es, ohne das Einsetzen von Schlagmechanismen oder Tretmechanismen den Ring zu verlassen und die anderen halten ihn auf. So. Also wie Schuppen und auch mal volle Bude mit der Schulter in jemanden reinkrachen ist okay. Wenn du mit dem Kopf in jemanden reinkrachst, ist immer ein bisschen gefährlich, weil du dir den Nacken stauchen wirst unter Umständen. Immer Kopf in den Nacken, wie beim Saufen. Auf jeden Fall. Super. Wäre es natürlich einfach, wenn du, und das ist nicht übers Verletzungsding, man holt sich mal ein paar blaue Flecken, aber es geht eher um manche kennen ja zum Beispiel auch nicht zwingend die Bereitschaft, sich in jemanden reinzuwerfen. Du ja jetzt schon, aber du lässt ja auch eigentlich immer Leute fangen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, für dich wäre es natürlich einfach die beste Möglichkeit zu sagen, ach so, ich muss hier raus, guck mal, da steht Jojo. Natürlich ist dann einfach, wirst du damit deine Würde herabsenken in einem Maß, das nur einem sächsisch verachtenden, sächsisch sprechenden gleicht. Das heißt, du musst natürlich ungefähr jemanden in deiner Größe, deiner Stärke suchen. Aber auch das ist ja jetzt nicht so das Ding. Aber solche Sachen sind halt ab und zu mal, sowas macht er ja gern mal ab und zu. Das hat auch nichts mit Bestrafung oder sonst irgendwas zu tun. Ja, hinweg. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es ist einfach nur so, bla halt. Das kommt zwischendurch. Und das Schöne ist, die können dann nicht so, die wollen ja auch gar nicht ausweichen dann. Das heißt, man kann, wenn man dann Probleme mit jemandem hat, weil der einen vorher geärgert hat, dann kann man das in diesem Rahmen des Spiels einfach mal den umtackeln. Genau. Was auch ganz gern gemacht wird, ist, wenn es solche kleineren Zickereien gibt, dass dann auch mal zwischendurch einfach beide aufgefordert werden, sich gegenüberzustellen und dann einfach beide mal den Kopf aneinander rasseln lassen. Dann kann man nämlich auch sehen, wer eine Pussy ist und am Ende kommen beide sowieso gut genug klar, um sich gerade mal so zu sagen, ist alles wieder gut, aber wir müssen mir erstmal hinsetzen. Und das ist Kopf aneinander rasseln ist echt fies. Ja, Kopf aneinander rasseln ist echt fies, wenn man Carbonknochen hat wie ich. Ja, ist aber auch fies, wenn du Stress mit dem Troll hast. Das stimmt. Und die Carbonknochen verhindern ja nur, dass du dir Verletzungen zuziehst, nicht, dass du Schmerz empfindest. Das stimmt. So, du weißt ja, hatte ich noch irgendwas. Ich glaube, sonst hatte ich nichts. Du lernst ein bisschen was. Ich meine, das weißt du ja alles. Aber du lernst es bei mehr Waffentypen, als du sowieso schon kennst, das Auseinanderfriemeln und so von Waffen einfach, weil du da mitarbeiten musst. Also beziehungsweise das kennst du ja alles, aber halt das ganz super schnell und effizient zu machen und wo die Tags sitzen und so ein Kack. Genau. Benimmstunde machen wir vielleicht mal nochmal. Benimmstunde? Na, wie auch immer. Cute, hast du bis hierhin erstmal Fragen? Oder irgendwelche Anmerkungen? Ja. Ach so, du darfst natürlich, solltest du dich irgendwann zwischendurch nochmal beim Schweden aufhalten, wieder alles trinken. Solltest du ihn darauf angesprochen haben, dass ja mal irgendeine Liste existierte, dann wird er kurzzeitig vergessen haben, dass es die wohl gab. Wird sich natürlich auch herausstellen, dass es die eigentlich nie gab und er das also nur beim letzten Mal
extra für, also für dich und naja, wie auch immer. Ist klar. Genau, ansonsten war erstmal nix. Ich glaube, mit dem rasse ich mal aneinander. So. Dann wird das kein Gänger, also das lohnt sich überhaupt nicht. Nee. In der Tat, genau, das war nämlich auch noch. Wir fangen erstmal kurz mit Deli an, bevor wir zu Flurmi springen. Also, Deli, das ist ja dein erster Morgen. Dann im Quartier. Deine Dings ist schon so halbwegs eingerichtet. Juhu. Wenn du den Gemeinschaftsding betrittst und du hast ja keine Küche bei dir, also wirst du das sowieso früh machen, das erstmal dieses Schauspiel. Da sitzen die beiden Alten. Jojo, Bildwert, kann man da mal schnell raussuchen, kannst den Link, wäre übelst nice. Die sitzen da. Auf dem Sofa, wo eigentlich immer alle vorm Tritt hocken und gucken, gebannt, nicht direkt wie bei einem Autounfall, aber auch irgendwie, sie sind sich nicht ganz sicher und so weiter, gucken die zu, wie Anna dort ihr Yoga macht. Das ist tatsächlich ein Schauspiel, das sowohl von Eleganz als auch ja, Eleganz. Frei, also sie stellt sich ja schon an den Pranger selbst, so. Und die beiden, die reichen auch die dann erstmal ihr Popcorn, das sie fast immer dabei haben. Junge, hast du das schon mal gesehen? Nope. Ich hab mir ja früher ganz gern mal Ballett angeguckt, wegen der scharfen Weiber. Aber das hier, das ist nochmal was ganz anderes. Das hat seine eigene Qualität. Na, ich sag mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie gerade irgendwie eine Latte kriege oder nicht. Okay, das war der falsche Link. Der sieht doch gar nicht so alt aus. Das war auch der falsche Link. Ist der überhaupt noch im Leben? Ja, der lebt noch. Ah ja, okay, gut. Der Kumpel von ihm ist tot. Ja, den habe ich ja nicht mal umgebracht. Auf jeden Fall. Da ist er. Ach so, Kaban, du müsstest mal den Schweden abholen und du bringst ihn her und dann steckst du ihn. Vlads Ische hast du ja schon mal gesehen, ne? Was? Vlads Ische hast du gesehen. Jo, klar. So, Konstantins Ische kannst du auch gleich mitbringen. Die müsst ihr ja heute dort arbeiten. Und dann sind ja noch so ein paar andere Bitches hier. Du bringst den mit und sagst dem, weil er sich respektlos verhalten hat, wird er jetzt den Rest des Tages mit ihnen verbringen und Vlads Ische wird überprüfen, ob er sich in die Konversation eingebracht hat, ob er gut zugehört hat. Vielleicht gibt's auch noch einen Test am Ende. Und so weiter. Okay. So. Ich sag mal so. Also. Dumm fickt ja gut, ne? Oh. Aber reden? Aber das Ding ist, da musst du echt schnell sein, bevor die den Mund aufmachen. Also außer natürlich den beiden, die hier so, du weißt schon. Das ist echt gefährlich, was da so rauskommt. Ich glaub euch das, wenn ihr das sagt. Ich sag das auch bloß, also wenn du mal drüber nachdenkst, die da krech mir am nächsten Mal fix rein, bevor sie den Mund aufmacht. Ansonsten verlierst du das Ding schneller, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, so eine Warze an der Muschi siehst. Noch schneller. Und du kriegst die Latte auch nicht wieder. Egal, wie oft du an, wie heißt denn gleich? Die Ork-Sängerin da, du weißt schon. Na, ist aber ja, wie oft die an die denkst, die kriegst du trotzdem nicht wieder. Das ist doch nicht schön. Nee. Aber gut, was wollen wir machen, wenn die ganze Zeit, ne, schnabbeln? Das ist doch. Das sieht ja nicht mal darum, dass sie labern, sieht ja einfach darum, was? Oropax helfen oder Knallschaden. Knallschaden soll auch super sein. Was für ein Ding? Ein Knallschaden. Dann bist du taub. Ach, da, also. Oder selektiver, ja. Geräuschfilter. Das geht auch, aber ob du den dann schnell genug eingestellt hast, bevor es zu spät ist. Und vor allem, die will sich dann ja unterhalten, wenn sie dann erstmal anfängt. Nein. So weit sind die schon, dass sie gelernt haben, dass man sich hier nicht unterhält und dass man danach auch nicht kuschelt. Immerhin. Ich hol mal den Jungen ab. Hau rein. Ich mach mich auf den Weg und sage ihm, wie geheißen. Du kommst im Teuf an.
Junge, ich habe die gerade in dir geschenkt gemacht. Du musst es jetzt, also du hast die Möglichkeit, das auszuleben. Du musst es nicht machen, aber du hast die Möglichkeit. Dann tun wir das doch. So, du kommst zum Teufel an, der erwischt gerade noch irgendwie einen Boden zusammen mit der Esche von Konstantin. Na. Was kann ich für dich tun an diesem wunderschönen Tag, den Gott selbst mit geküsst hat, vermutlich mit Inbrunst und Würde und auch, also der hat uns heute alle lieb, auch wenn es den nicht gibt. Was kann ich für dich machen? Du könntest mit mir mitfahren. Alles klar. Das ging ja einfach. Nein. Ich hatte jetzt schon so Einspruch ja, Moment, oder so. Ja, im Moment, wo geht's denn hin? Ach so, ja das. Na, ich habe nicht erwartet, dass es was so Dummes wird. Ich dachte, heute ist ein schöner Tag, heute nimmt er mich mit zum Picknick oder ins Kino, aber wenn du jetzt so anfängst, muss ich das Kino etwa bezahlen. Nein. Geht's auch nicht. Du kriegst den ganzen Tag Kino frei Haus. Kein Problem. Ja, wo geht's denn hin? In die Butze. Ja gut, das klingt ja erstmal gar nicht so schlimm. Genau. Und die Lady da war auch mit. Okay. Jetzt wer wischt dann hier zu, und wer wischt dann hier zu Ende? Hast du keine Drohnen dafür? Ey, sag mal so. Ja, ja, die baue ich dir auf jeden Fall noch, dann die repariere ich dir. Fünf Tage später. Wo sind meine Wischdrohnen? Die kriegen gerade noch ein Upgrade. Ja, ja, aber... Und ich muss morgen auch erstmal weg was anderes machen. Ja, ja, aber... Nee, die werden richtig geil. Weitere fünf Tage später waren sie dann gar nicht mehr da, oder was? Na, keine Ahnung, die sind noch nicht rum. Ach so. Na, vielleicht läufst du dir ja heute über den Weg, dann kannst du sie ja mal fragen. Ja, das kann sein. Siehste. Gut, hm? Ich muss noch kurz die Kasse abdingsen, dann machen wir hier zu und dann geht's los, so 10 Minuten. Lübt. Gut. Währenddessen trinke ich eine Cola. Ausgezeichnet. Jo, dann 10 Minuten später. Obwohl, nee, der passt Kaffee da, oder? Ist ja früh morgens. Ja, du kannst auf jeden Fall in sein Büro einmachen. Ja, dann mache ich mir einen Kaffee da hinten. Lecker, lecker. Sehr gut. Juti! So, dann steigt ihr alle ins Auto. Genau. Also, du kriegst gleich Gesellschaft. Mhm. Und dann darfst du die gute Dame unterhalten. Konservationstechnisch. ja, okay. Und das hätte ich aber auch hier machen können. Ja, ist richtig. Aber es wird dann geguckt, weil du warst wohl in letzter Zeit nicht so nett, habe ich gehört. Okay. Und deswegen wird dann geguckt, ob du auch wirklich ein adäquater Gesprächspartner bist. Für wen genau? Ach, lass dich doch einfach mal überraschen. Ja, überraschen. Außerhalb des Geburtstags und von Weihnachten bin ich da eigentlich überhaupt gar kein Freund von. Ach. Naja, heute ist echt der wunderschönste Tag der Welt. Gott hat mir selbst den Arsch abgewischt und er ging ab wie nix. Da war kein Teilchen mehr, keine Klabusterbeeren. Und da kannst du mir jetzt auch sagen, wer ja was. Es macht viel mehr Spaß, wenn du dich so windest. An wen würdest du denn glauben? Keine Ahnung. Noran, der mir jetzt einen Vortrag hält, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, also ein Vortrag wäre ja auch sehr einseitig. Du musst ja schon Fragen stellen und dich damit unterhalten dann, ne? Ich kann auch Noran ist ja, das soll ja nicht leicht stellen. Das soll ja auch nicht leicht werden. Es soll nicht leicht werden. Ich komme gar nicht drauf. Hilf mir doch mal. Das war ein bisschen einfach, oder? Naja, man muss es sich ja nicht immer schwer machen im Leben. Naja, schon. Sonst wäre es ja nicht lustig für uns. Wie heißt Konstantins Ische nochmal, Flummi? Ja, hatte die Namen? Die ja, bei mir mal. Nur unter Konstantins Ische verzeichnet. Gib der armen Frau doch mal einen Namen. Die hat sich keinen Namen verdient. Das ist eigentlich halt auch ziemlich cool, dass die
fast allen Gängern gehe ich so davon aus, okay, die haben immer wechselnde Ficken und sind aufgrund ihrer Gängerhaftigkeit nicht wirklich in der Lage, lange Beziehungen aufrechtzuerhalten oder zu wollen, oder sie wollen es vielleicht schon, aber ne, und Männlichkeitsdings, aber die Gänger mit Kindern, die ziehen sich dann eine, die länger bleibt. Das ist echt ein vernünftiges Konzept. Da müssen sie ja. Es hat Vorzüge. Irgendwann muss sich um die Kinder kümmern. Ja, das hat tatsächlich Vorzüge. Mhm. Na, wie auch immer, er guckt sie an, also, du findest auch, dass man es mir nicht so schwer machen müsste. Ich meine, ich bin der beste Chef der Welt und heute hat Gott mir ein Gänseblümchen geschenkt und du bist auch dafür, dass er mir sagt, wen wir jetzt treffen. Und das ist ja auch in deinem Interesse, du musst ja dann auch mit den Tag aushalten offensichtlich und, ne? Sie wird tatsächlich mal sich dann, so sitzt da hinten, wie sich das hier hört, für bis. Nee, wird sich dann vorbeugen, na, ich werden jetzt so. Werden so. Sehr schön. Eigentlich niemand wirklich Besonderes. Ist so, okay. Also so schön, wie er sich windet und heult. Wenn das niemand Besonderes ist, das ist ja offensichtlich auch kein Überraschungsjast und ich habe 100% das Recht zu erfahren, mit wem ich jetzt in Kontakt trete. Vielleicht müsste ich mir noch mal das Näschen pudern oder keine Ahnung. Ah, sehr schön. Mit Augenbrauen zupfen, mich rasieren. Ich gucke ihn an. Nee, also das passt schon so, wie du jetzt gerade bist. Das wird alles Konsequenzen haben. Was denn? Du hast mich auf eine Liste gesetzt. Du hast einen Typ das Gesicht zerplatzt. Aber ich setze niemanden auf eine Liste. Bist du bescheuert? Du hast einen Abend lang von mir ekelhaftes Bier bekommen und ekelhafte Cola und die Androhung ekelhaften Wassers. Merkst du selber, ne? Weil du jemanden in keiner Relation hast. Steht das. In keiner Relation. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich doch auch nicht. Ich habe jetzt schon 4 Stunden auf Kinder aufgepasst, bevor ich zur Arbeit bin. Jetzt sag's mir nicht, mit wem ich mich vergnügen darf. Unterhalten, nicht vergnügen. Ich dachte, es wird vielleicht eine vergnügliche Unterhaltung. Vielleicht. Das liegt ja auch an dir. Du bist ja quasi als Gesprächsteilnehmer auch dazu verpflichtet, ein lustiges Gespräch aufzubauen. Siehst du diese humorvolle Arterie an meinem Schädel pulsieren? Nee, es ist ja auch eine Wutvene. Ja, aber wie gesagt, es wird nachher abgefragt, ob das denn adäquat war. Und ja, aber komm, leck mir einfach fett. Nee, lieber nicht. Kannst du aber, keine Klabusterbär, ihr bester Schiss der Welt. Es geht doch nichts über einen vernünftigen Glücksschiss. Ne. Ja, ich bringe ihn, wie geheißen, in den Raum. Ja. Sie natürlich auch. Ja, die guckt sich da um und atmet auch so ein bisschen auf, weil wer weiß, was da jetzt gekommen wäre. Knallt sich dann zu denen und er dreht sich zu dir um. Also erstmal guten Tag, hallo die Damen, Kaban. Ja. Ich muss nochmal ganz kurz mit dem Herrn. Ja. Was war nochmal das Zeitlimit? Den Rest des Tages. Bist du bestechlich? ja, aber gerade nicht. Bist du erpressbar? Nein. Bist du ein guter Freund? Bist du ein guter Freund? Es gibt Regeln, an die muss ich mich leider gerade halten. Ich würde ja so gern was gönnen, aber... Sagen wir es mal so, ich gönne dir das. In der Prospektzeit muss man ja lieber frühzeitig als spät sich auch mal gegen den einen oder anderen Befehl... Na gut. Dann sagen wir es mal so. Wenn du irgendwann nicht mehr kannst, dann bring ich dir ein Bier vorbei. Da drüben steht Prosecco. Ja, aber wie gesagt... Du sollst ein angenehmer Gesprächspartner sein. Wenn du nachher betrunken bist, hast du ein Problem. Nee. Das Problem, das ich sehe, ist, dass das Bier hier vermutlich nicht so angemessen sein wird, sondern ich sehe mich schon gleich Prosecco trinken mit denen. Wahrscheinlich ist das so. Deswegen habe ich dir nachher ein Bier versprochen. Nee, aber vermutlich ist das erst fein, wenn ich das danach trinke.
Na, wenn ich dich wieder nach Hause bringe, kriegst du ein Bier von mir. Und jetzt Kopf hoch. Da muss er durch. Ich klatsche ihn so auf die Wange, so, ne? Und armes kleines Kind. Ja, ja. Ah, ich hab noch was vergessen, warte mal. Den kriegst du noch. Ich geb dir einen Datenchip. Also zieht er aus seinem Comlink raus. Bis später. Was ist das für eine? Das ist so ein Billigdatenchip? Ist ein 2080er GIF drauf. Okay. Ich guck ihn halt an, so, ja, was ist da drauf? Ne, das ist noch deins. So, ich geh da jetzt rein. Ja, hallo. Okay, ich schau mir das an. Lass es mal vorher durch den Virenscanner laufen. Ja, na klar, gibt dir jetzt die übelsten Viren. Nein, das bist du mit deinem optisch verkleinerten Penis, aber in einer GIF-Animation, wie du quasi immer noch den linken und den rechten Arm in die Lüfte reißt. Also die sind quasi dann comic-mäßig nachgezeichnet. Und in der einen ist ein Dildo und der anderen ist Gleitgel und du grinst ganz vergnügt und so. Verstehe. Und aus dem Bier wurde ein Stalinbräu. So. Ah, du wirst mal richtig, du weißt genau, wie man später mal mit Prospects umgeht. Du hast das schon begriffen. Kann ja nicht sein. Da wollte man einmal nett zu ihm sein und dann kriegt man ihm sowas. Ja, nett zu ihm sein, ja. Ja, der kriegt, also wenn ich den heute Abend dann abhole, kriegt der halt wirklich seinen Stalinbräu. Aber im Unterschied zu dir wird er sagen: Das ist das Beste, was ich hier getrunken habe. Die waren alle so dumm. So dumm. Ne? Ja. Das hat er sich dann verdient. Ja, er wird sich an deiner Orkschulter ausweinen und dann werdet ihr euch vielleicht dramatisch in die Augen schauen und dann einen erst vorsichtigen, zärtlichen, aber dann immer leidenschaftlicheren Kuss austauschen. Moment. Nein. Seine Hände gleiten an deinem Oberkörper hinab bis zu deiner Hose, die er stürmisch öffnet. You were kicked from the channel. Naja, ich meine jetzt, also man kann da mal... Nein. Wir wollten nicht seine inneren Träume hören. Hier sind meine inneren Träume, Entschuldigung. Ach so, oh, Entschuldigung, ja, das kann ich respektieren. Das kannst du respektieren? Das ist aber irgendwie... Ich nicht. Hab ich gemerkt. Sie war doch nur eifersüchtig. Worauf? Dass er meine Hose öffnen wollte. Viel Spaß euch beiden. Nee, sie war tatsächlich eifersüchtig, denn wenn ich mich wenn ich mich künftig von dir in den Arsch ficken lasse, dann kriegst du ja plötzlich die ganze Magie. Ergibt Sinn. Natürlich. Verstehe ich cool. Nicht. Ja, guck doch mal. Überleg doch mal, wie die Runde angefangen hat. Düs, Technomancer. Schon fertig. Wer hat mich immer in den Popo gefickt? Düs. So. Dann hast du dir langsam die Magie gekauft. So. Und jetzt Deli, der will natürlich auch einen Teil von seinem Kuchen haben. Viel Spaß euch beiden. Sehr gut. Man muss auch gönnen können. Ja, das bin ich auch immer der Meinung. Außer wenn es darum geht, dass ich anderen was gönne. Das finde ich ja nicht so geil. Auf jeden Fall los. Du hast dann noch irgendwie ein bisschen was zu tun. Genau, Kaban, was ein wichtiges Lernding ist, das wirst vor allen Dingen du und Furio lernen, ist natürlich der Umgang und die Reparatur von Motorrädern. Das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Na, no, bestimmt. Jo. Flummi. Ja. Du grinst schon wieder ganz ekelhaft, ich höre das. Wer? Wege. Yo. Hast du morgen Zeit? Ja. Du wolltest mir noch helfen. Okay. Bist du dir sicher? Mhm. Hast du darüber schon mal mit hier Dinges gequatscht? Jo. Okay. Sagst du ihm das selbst oder soll ich das machen? Das mache ich. Okay. Wann? Abends. Alles klar. Piep. Gut. Ja,
Ich baue die Putzdrohne weiter. Nein, sag mal, an dem Tag wird jetzt nicht mehr die Welt in sich zusammenfallen, außer für Gandhi. Ja. Gleich zweimal. Ja. Das ist ein böser Tag für ihn. Ich weiß ja auch nicht, was schlimmer ist. Naja, warte mal doch. Prosecco. Und danach nur noch ein Stalinbräu, super. Nach Prosecco schmeckt alles, da trinke ich auch Oettinger. Oettinger kann man auch trinken. Wenn man kein Geld hat und 16 ist, kann man das tatsächlich trinken. Ich habe wenig Ansprüche an Nahrung und Trank. Ich trinke auch mal einen Amakong, wenn es sein muss. Aber man muss ja auch nicht Oettinger trinken. Man kann ja auch einfach das 5 Cent teure Sterni trinken und das schmeckt sehr gut. Sterni ist super. Siehste. Na, wenn du willst, kannst du Gandhi auch noch abholen. So ist es nicht. Ja, wir wissen ja, was passiert. Ja, okay. Er wird sich halt wirklich an deiner Schulter ausweinen. Und erzählen, wie dumm die sind. Und dass er zukünftig mehr Respekt walten lassen wird als vor Odin. Vor Odin? Ja. Okay. Schön, dass er wusste, warum was passiert. Hä? Naja. Ich wusste es ja nicht, warum das so ist. Ach so, du hast ihm das ja quasi halb gesagt und die hatte man es ja auch halb gesagt und den Rest kann er ja noch später erfragt haben. Ah, okay. Ja gut, der arme junge Mann. Ich hoffe, es geht ihm besser. Ein bisschen jedenfalls. Er wird sich davon irgendwann wieder erholen. Und von der anderen Geschichte? Das wird er, den Anruf wird er ja erst kriegen, wenn er zu Hause ist oder so. Ah, okay. Es wäre ja total unhöflich, wenn die ihm gerade was erzählen, ne? Dass er dann einfach ans Telefon geht. Und außerdem würde er vermutlich auch darüber mit dir ja nicht sprechen. Das kann sein. Das kann nämlich sein. Ja, Jojo fährt am nächsten Tag zu Vicky. Hast du wenigstens eingekauft? Hä? Schnaps, ja. Na, wir hatten das nie so genau definiert, aber Jojo ist ja jemand mit Menschenkenntnis. Deswegen möchte ich dir einfach nur eine ganz lässige Frage stellen. Glaubst du oder erwartest du von Vicky, dass sie sich selbst ihr eigenes Tötungsmittel kauft? Ach so. Nee, das nicht. Das wäre ja, also es ist ja schon ein bisschen, da muss man schon... No? Injektor, Punkt. Mehr braucht's ja nicht. Ja, na klar. Gut, du hast also eingekauft. Ja, du fährst da halt hin. Gut. Du wirst dann eingelassen. Ihre Wohnung riecht nur minimal möbelig. Katzen sind natürlich nicht mehr da. Es ist einiges an Mobiliar verschwunden. Das ist jetzt eher spartanisch, nennt man das ja. Und die sitzt da ziemlich eingesunken in ihrem Rollstuhl. Da in irgendeinem Raum und ist einigermaßen verheult. Okay. Jojo, geh zu ihr hin. Sorry, Jojo, ich kann... Du musst wieder fahren. Sicher? Ja. Wie oft entscheidest du dich noch um? Was? Ich will's nur wissen. Bist du bescheuert? Nein. Entschuldige bitte, ich will heute nicht sterben. Verpiss dich. Okay. Sie geht. Sehr gut. So, dann fährt sie nach Hause. Jo, Kaban? Ja? Ich überleg gerade. Du hast auch eine ganz wichtige Aufgabe. Ja. Du wirst quasi, du wirst angewiesen, Folgendes zu tun. Und zwar die Anna, ne? Im Gegensatz zu dir
weiß sie, Führungspersönlichkeiten und Nicht-Führungspersönlichkeiten gleichermaßen zu respektieren und ihre Klappe zu halten. Aber Vlad und Paulina fehlt bei ihr noch ein bisschen der Biss, der irgendwann ja auch kommen muss. Sie kann ja nicht jeden immer, weißt du, die muss ja auch mal ein bisschen Gänger sein. Deine Aufgabe wird es sein, dich irgendwo an so eine Metro-Bäckerei dort reinzusetzen und dir den ganzen Tag einen Bauch vollzuschlagen, während du sie beobachtest, wie sie quasi direkt am Ausgang des Bahnsteigs steht, Arme verschränkt, an die Wand gelehnt und jeden fünften anquatscht mit: Hey, was glotzt so blöd? Hey, was ist? Hey, guck nicht so, ich mach dich kaputt. Also, muss nicht der Akzent sein. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Okay. Und am Ende wird von dir ein Bericht erwartet, wie sie sich geführt hat. Okay. Dieser Bericht wird durchaus mit Videoaufnahmen und hast nicht gesehen. Der wird gut gemacht. Sehr gut. Wenn irgendwas Cooles passiert und wenn jemand dann verprügeln will und sie schlägt zurück, dann gibt's da Zeitlupe und so. Mir ist ja langweilig, ich muss irgendwas tun. Ja, ich denke mal, irgendwann wird sie dann, ich denke auch eher, es wird darauf hinauslaufen, dass du dann mal einschreitest, denn die sind halt zu dritt, dieser Lena und in die Kunst des kleinen Faustkampfes zwar schon eingeführt, aber noch nicht wirklich eingeweiht wurden. Auch die sagt halt gern mal zwischendurch Fang. Yay! Das ist jetzt ganz einfach. Wenn einer gegen eins kämpft, ist alles okay. Sollten dann die anderen beiden sich einschalten, dann sage ich so, ey, ne, Hand auf den Rücken von den beiden, so, ey, Leute, eins gegen eins ist fair. Hey, was willst du, Alter? Die hau ich aufs Maul. Ja, das können wir gerne regeln, aber eins gegen eins ist fair, oder nicht? Ich meine, dein Freund kommt doch wohl gegen eine. Das ist also der Zeitpunkt, wo er euch dann prügelt. Weißt du, so ein bisschen okay. Quatsch, das können wir überhaupt nicht machen. Ja, ihr prügelt euch dort ein bisschen. Sehr gut. Danach werdet ihr vermutlich eher dort zumindest nachfragen, ob ihr weggehen könnt, weil so eine Prügelei, man weiß ja nie, wenn die noch alles ranholen und das wird dann bewilligt. Okay. Ich meine, wenn du rumstehst und jeden belästigst und dann irgendwann mal gut genug belästigt, dass es losgeht, dann reicht das ja erstmal. Sehr schön. Obwohl natürlich dann bei der Auswertung nochmal Paulina kurz rumkommt. Aber jetzt muss mir irgendjemand glaubhaft darstellen, dass der Frischling die Typen nicht einfach irgendwie auch nur angeguckt hat, denn das ist ja schon ein Grund, auf den loszugehen, sondern dass das irgendwie auch Anna war, weil ganz ehrlich, da kann ich mir nicht sicher sein. Ich habe hier ein Videomaterial für dich. Aha. Aha. Na gut. Ach, siehst du. Ich bin ja nicht ganz, ich bin ja auch nicht immer der Böse. Das stimmt. Aber ich muss jedes Mal sicher gehen, ob das bist. Okay. Guter Junge. Sie greift in ihre Jackentasche, holt da, was könnte man da drin haben? Warte. Nougat-Taler raus und hält sie dir mit der flachen Hand vor den Mund. Sehr, ich nehme den quasi, dankeschön. Na, nicht mit der Hand. Ich nehme den mit den Zähnen. Fein. Sie wuschelt ihn nochmal durch deine Borsten. Dann geht's. Wenn sie gerade an mir vorbei ist, gucke ich mein Mitstreiter an und verdreht die Augen so, oh Gott. So, dass sie es natürlich nicht sieht, aber die anderen. Also. Du meinst, mit Mitstreiter meinst du Furio, oder? Ja, den anderen Prospect halt, der da ist. Ja, genau, Furio. Ah, Kaban. Das ist eine Frau. Mit Temperament. Temperament. Da verdreht man nicht die Augen. Psst. Ganz ehrlich, weißt du was? Manchmal erinnert die mich ein bisschen an Mama. Oh Gott. Du Armer. Nee, auch deswegen, weil ja? die ganzen Frauen hier, egal ob die, also die ganzen Frauen, die hier viel mit denen zu tun haben, egal ob das die Ischen von den Leuten hier sind, egal ob das Jojo und Paulina ist oder Zoya. Weißt du, die haben auch einiges durchzustehen. Meine Mutter, ich kann gar nicht zählen, wie oft die mich von der Polizeiwache abgeholt hat.
Und wie oft die sich für die ganzen Ladenbesitzer für mich entschuldigt hat. Und also man übersieht halt auch oft die was solche Frauen dann hier quasi auch leisten. Aber du solltest niemals vergessen, was deine Mama für dich getan hat. Und dann fällt es dir auch leichter zu sehen, was die ganzen Frauen hier machen. Hat er meine Mutter erwähnt, gucke ich ihn kurz böse an, aber er weiß halt, dann muss ich mich ja zusammenreißen und nimm das so hin, was er da sagt. Alter, nur die Erwähnung deiner Mutter, musst du dich schon zusammenreißen, da kann man das noch einiges zu tun. Nee, also der muss ich nicht zusammenreißen, sondern das tut halt trotzdem noch weh. Ach so. Dieser Schmerz. Und Schmerz wird gespiegelt mit Wut. Schmerz wird zu Wut. Aber gut, wie ging das denn weiter? Wo war das denn nochmal her? Das war richtig dumm. Ja, das kommt von Wut Liebe zu Hass? Nee, Liebe führt zu Schmerz. Schmerz führt zu Hass, zu Wut und Wut führt zu Hass. Und Hass ist der Weg zur bösen Seite der Macht. Ist es echt Star Wars? Ja, ich denke ja. Nee. Es war irgendwo, gab es eine Verarsche und mir fiel nur die Verarsche ein. Gerade, ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Aber ich weiß aber nicht, ob das überhaupt bei mir richtig war. Ist doch egal. Es war dumm und ich weiß es auch nicht mehr, wo es her war, aber es war lustig. Na gut. Der wird dann sich auch weiter dann seinen Motorradaufgaben widmen. Jojo! Wie viele Tage ist das jetzt her und wer ist das? Vielleicht ist es noch am selben Abend und du weißt ganz genau, wer es ist. Yo! Komm her. Jojo legt auf, verdreht die Augen und fährt hin. Weiber. Ficken. Ich glaube, du musst dich wieder ein bisschen mehr Richtung Mikro drehen, sonst klingt das halt irgendwie so. Entschuldigung. Wie bei mir immer. Ficken, Weiber ficken, das war's letzte. Genau, du kommst an. Ja, ich gehe hoch. Ja, die sitzt in ihrem scheiß Rollstuhl. Und nickt dir zu. Jojo geht zu ihr hin. Hat hier sie. Schon gut. Ja, sie? Na, sie rollt jetzt in Richtung des anderen Raums, der mal Schlafzimmer war, und wird sich dann irgendwie aufs Bett hieven. Okay. Jojo lässt sie machen. Naja, das, also ich meine, Dauer, also du nimmst dir halt ein paar Minuten Zeit, sag ich mal. Ja. Gut, dann wird sie sich irgendwie auf den Rücken packen. Dann geht Jojo zu ihr hin. Holt Pen raus. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas richtig Starkes. Irgendwas, was sie einfach sofort wegmasht. Na, schon klar. Spaß. Ja. Ihr hattet ja noch 47 Kilo Bliss. Reicht. Und zwar jo, alle davon. Wenn sie den Pen sieht, dann wird sie aber leider ganz schön mit dem Kopf schütteln und die Sicht verzerren und dann werden die Tränchen kolon. Liegt ihr Arm frei? Ja, selbstverständlich. Sie jetzt den Pen an und macht das. Du Mörderin. So, da müssten wir aber noch mal gucken, ob sie sich wehren kann, meinst du nicht? Tja, also ich finde, da musst du ja tatsächlich mal waffenloser Nahkampf plus Geschick plus 2 würfeln. Denn ich bin mir nicht sicher, ob du meinen perfekten Wurf toppen kannst. Mann, hat die mittlerweile einen hohen Auswurf. Konntest die senken. Hey, dafür brauchst du auch einen Touch-Only-Angriff. Ja, Touch-Only. Da muss ich sie aber nicht festhalten und dir möglicherweise noch blaue Flecken verursachen, die irgendwie noch merkwürdige Fragen aufwerfen. Ne, Moment. Du hast ja gerade gesagt, du willst dir einfach nur den Pen trotzdem in den Arm rammen. Stimmt, ja. Ja. Und es ist weniger aufwendig, einfach mal kurz den, du musst ja nur irgendwie 4 mm unter das Fleisch, unter die Haut drücken und dann abballern. Das ist Geschick plus waffenloser Nahkampf plus 2. Willst du mir das gerade sagen? Ja. Ich hab keinen waffenlosen Nahkampf. Deswegen wollte ich es ja nicht, weil ich das, weil die da mit den Armen rumfuchtelt, ist Jojo, das ist doch viel zu blöd. Ich sag mal so. Ihre spastischen Armbewegungen befördern den Pen auf den Boden.
wie gesagt, hinter sie konntest sie senken. Das ist halt einfach übel gut, dass ich mit zwei Würfeln genauso gut bin wie du. Ja. Das war doch schon immer so. Das ist nichts Neues für mich. Dann müsstest du mir jetzt mal eine waffenlose Nahkampf plus Geschick plus zwei Probe würfeln, aber diesmal bekomme ich einen Würfel leider ja auch Abzug. Denn ich kann nur davon ausgehen, dass eine todkranke Frau nicht so auf dran ist. Tut mir jetzt, wenn die weiter so rumzappelt, nehme ich mir einfach einen anderen Zauber und dann ist gut. Wie ich halt immer noch einen Erfolg hab. Vicky, die böseste Nahkämpferin überhaupt. Das ist eine echte Kämpferin, Junge. In dem Stadium, wo die ist, hat ihre Bewegung halt echt nicht so besonders kontrolliert, sag ich mal. Na, ich habe immer noch keine waffenlose Nahkampfprobe jetzt gesehen, ne? Ja, wenn die weiter so rumzappelt, ist mir das doch zu blöd. Nein, du hast gerade gesagt, du wirst Touch-Only-Angriff Konstitution senken machen. Also wirst du das jetzt auch durchführen. Los. Diese Ausreden immer nur, weil ich mit einem Würfel einen Erfolg habe. Ja, siehste, so. Du würfelst ja bekanntlich gegen ihr Konsti-Attribut und Willenskraft, glaube ich. Ja, Willenskraft. Nee, doppelte. Ach, was wiss Icke. Guck mal, sieh mal nochmal nach, würde ich sagen. Schön. Attribut senken. Widerstand, Zielattribut und Willenskraft. Na easy, da hatte ja. Achso, Force. Force 2. Musst du damit nicht über das Attribut von ihr kommen? Musst du nicht. Und die hat Konsti 1, die ist ziemlich krank. Na gut. Easy. Na gut, dann hat die jetzt Konsti 0. Die ist jetzt gelähmt. Einen Zug schenke ich dir, das sind eh nur 2. Dann setze ich hier jetzt einen scheiß Pen an. Aber du siehst noch ihre schreckstarren Augen, die Ungläubigkeit ohne Muskeln geht leider nicht. Scheiß drauf. Unglaube steht in ihrem Gesicht, als sie erkennt, dass du ein Monster bist. Habe ich schon gesagt, dass du ein Monster bist? Du könntest mit ihr auch einfach eher zureden. Das wäre so... Ich weiß. Nein, Julia, setz dich neben sie. Lässt ja noch leiden jetzt. Warum leiden? Ja, die kann... Oh, dass du fragst. Hä? Ach komm, Weidmannsheim, mein Freund. Mr. Granate und Ausweiden? Erzählt mir nichts mehr. Nein. Ich bin aber nicht so böse wie sie. Nein, du setzt dich einfach nur neben sie und nimmt ihre Hand. Und, weiß ich nicht, mein wahrscheinlich nur sowas wie. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, sie sagt gar nichts, das passt besser. Aber du blickst mit deinen toten Augen direkt in ihre Seele, sagst du. Nicht böswillig. Natürlich nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, toten Augen und nicht wutverzerrten oder hasserfüllten. Ja. Und also wenn ich merke, dass es sowieso jetzt langsam Ende ist, dann lasse ich auch den Zauber wieder fallen. Na, warte doch mal kurz. Ich meine, wenn sobald du diesen Pen da reindrückst mit ihrer Konsti 0, die jetzt hat, wird einfach mal die innerhalb weniger kurzer Zeit weg sein und dann ganz weg sein. Aber bevor das passiert, du musst das Ding ja erstmal aufheben, wieder. Wenn du dich dann quasi wieder ans Bett setzt mit dem Ding in der Hand, machst du wenigstens die Flusen vom Boden ab. Die Flusen vom Boden? Na, die Flusen, die vom Boden jetzt an dem Pen sind, an der Nadel. Ja, natürlich. Das ist so. Muss ja auch steril sein. Auf jeden Fall, wenn du dich dann wieder dorthin setzt, siehst du, dass auf der anderen Bettseite deine Geisterbrulette sitzt und ebenfalls ihre Hand hält, was nicht eben zur Verbesserung ihrer Stimmung beiträgt. Oh, scheiße. Scheiße. Ignorier den Geist, dann denkt sie, sie wäre schon auf dem Weg nach zum Tod. Na, Jojo wirft dir nur einen kurzen Blick zu. Also dem Geist. Genau, nimmt dann Vickys Hand, also drückt dir dann den Pen rein, nimmt dann Vickys Hand. Und dann tötest du sie. Ja. Sehr gut. Der erhabene Moment des Sterbens und nicht Einpissens.
Na, das ist ja der Vorteil, wenn man sich darauf vorbereiten kann. Wird natürlich nur dadurch unterbrochen, dass die Geisterbrulette dann wenig später den schlaffen Arm hochnimmt und sich etwas neugierig besieht und ihn dann testweise loslässt, sodass er unförmig auf und verdreht aufs Bett klatscht. Jojos schüttelt mit dem Kopf. Da wird sie vielleicht kurz in ihr Auge stupsen. Das Ding ist ja, der Mensch ist ja relativ zeitig schon programmiert darauf, dass man, wie doll man so ein Auge berühren kann, wenn man das überhaupt macht. Die ja nicht so. Das heißt, sie wird quasi die Elastizität des Augapfels testen. Jojo meint da nur, nein. Du bist halt einfach eine richtig fiese Bitch. Sie nimmt die Hände an die Ohren, krümmt sich, stößt einen lautlosen Schrei aus und ist weg. Ja, aber sie hat jetzt keine Lust, ihr beizubringen, dass sie das jetzt nicht machen soll, während sie dabei ist, den Leichnam in Anführungsstrichen, den Jojo jetzt nicht wegschaffen muss, sondern jemand anders, was dann unangenehme Fragen aufwerfen könnte, die Jojo nicht beantworten will. Das ist ja alles schön und gut, aber warum ist denn ihr Auge zerplatzt? Genau, das wollte Jojo nicht. Ach so, na gut. Ich sag mal, die sieht jetzt übrigens nicht gerade sehr friedlich aus, ne? Das kann man ja machen. Das wollte ich doch hören. Machst du irgendwas Besonderes oder nur den Standardkram, den man so macht, wenn man Leute umbringt und dann zurücklässt? Sie macht nur den Standardkram, den man so macht, wenn man Leute umbringt und sie dann zurücklässt. Sie guckt, dass sie einigermaßen in Ordnung aussieht. Ich meine, dass das alles nicht immer so ganz, ne, ist ja klar, aber... Es ist eine Frau. Frauen neigen ja auch beim Suizid dazu, ihr Gesicht intakt zu lassen. Das heißt, auch die wird zum Beispiel vorher geduscht und eingecremt sein, soweit ihr das möglich war. Nicht geschminkt. Das war ja natürlich auch nicht hundertprozentig möglich. Aber es reicht ja in dem Fall schon, wenn du einfach ihren verdrehten Arm ein bisschen an die Seite pappst und ihr vielleicht einfach ihre schreckgeweiteten Augen zumachst. War mein Plan. Ich wollte ihr eigentlich nur die Augen zumachen und den Arm wieder richtig hinlegen. Mehr wollte ich gar nicht machen. Und den Sabbermund. Stimmt, da läuft Sabber raus, ne? Ja, steht auch einfach offen, auch das ist kein Zeichen. Also wenn ich mich umbringen lassen, wenn ich Sterbehilfe anfordern würde, würde ich darauf achten, dass ich den Mund zu habe beim Abkratzen, wenn ich die Chance habe, weil ich will ja nicht blöd aussehen. Man sieht immer blöd aus mit offenem Mund. Das ist absolut richtig. Ja, den kann man noch zudrücken, ist ja okay. Bevor die Leichenstarre einsetzt. Ich denke, da hast du noch ein erkleckliches Maß seit. Ja, Jojo macht ihre Aura noch sauber da quasi. Mhm. Wird dann die Nachricht schreiben, die sie zu schreiben aufgefordert worden ist und wird fahren. Kannst du bitte für den Milzbro und die Milzprolette erläutern, warum, aus welchem Grunde ich jetzt die Chance habe, dich auch in den nächsten 100 Folgen als monströse, widerliche Gestalt des Bösen darzustellen. Ach so, Na, ich sehe doch schon wieder die Kommentare. Ah, Jojo ist einfach so furchtbar. Warum macht die das denn? Was ist denn falsch mit der? Und die sind ja erstmal zu Recht da, ne? Aber vielleicht gibt's dann auch eine Pseudo-Erklärung. Na, es gibt sogar die Pseudo-Erklärung, weil Vicky jemand ist, der sich irgendwie da jetzt wahrscheinlich noch 5 oder 6 Mal umentschieden hätte. Und das jetzt wahrscheinlich nicht nur heute, sondern vermutlich auch noch in den nächsten Tagen und Wochen. Jetzt ist es aber ja so, dass Vicky auch ziemlich gut mit Gandhi befreundet ist. Und die da ja sogar drüber reden oder drüber geredet haben über diese ganze Sache. Also der weiß über diese Absicht auch Bescheid und weiß auch, dass Jojo das machen, also dass Vicky Jojo gefragt hat, das zu tun. Jetzt ist es aber ja so, dass der auch doch an seinen Freunden hängt und das für den sogar durchaus eine psychische Belastung darstellt, wenn sich eine doch recht gute oder alte Freundin, keine Ahnung, permanent jetzt entscheidet oder ihn dann irgendwie doch nochmal darüber informiert, ey, heute sterbe ich eigentlich, na doch nicht, dann wieder doch und dann wieder nein. Das ist ja doch eine psychische Belastung. Jojo liegt ja tatsächlich was an diesem Typen. Und sie da deshalb, Vicky, nein, eigentlich ist Vicky ihr egal, aber zumindest ihm diesen Prozess
insofern erleichtert, als dass es dann endlich vorbei ist und er irgendwie mit diesem Thema abschließen kann und jetzt nicht noch durch ein wochenlanges Märtyrium geht, wo er die ganze Zeit irgendwie darüber nachdenken muss, dass irgendwie seine beste Freundin oder eine gute Freundin oder wie auch immer, wie die jetzt da verhältnismäßig stehen, weiß ich nicht, irgendwie kurz vorm Abnippeln ist. Um das mal anders zu formulieren, Jojo wäre die Art von Stalkerin, die einem Mann, der in einer Beziehung ist, in der er sich prinzipiell erstmal wohlfühlt, die Leichenteile seiner quasi dann Exe präsentiert und sagt, ich habe es für dich getan. Denn sind wir doch mal ehrlich, sie versteckt sich hier ganz offensichtlich hinter Sachen wie, ich habe das für den gemacht, damit es dem nicht so schlecht geht. Aber wir wissen alle, du weißt es da draußen und ich weiß das auch. Dass sie es vor allem deswegen tat, weil sie dachte, jetzt entscheidet die Alte sich noch fünfmal um. Ich meine, das kann ja sein, dass Menschen das normalerweise machen, weil die dann doch ein bisschen Schiss haben abzukratzen. Aber ich habe auch keinen Bock, immer hin und her zu fahren. Diese Spritkosten alleine. Dann immer angerufen zu werden. Boah, Alter. Nö, das wäre auch total unangenehm. Denkst du auch, Daddy, oder? Sie ist einfach nur scheiße. Ja. Aber ich kann das auf der anderen Seite auch verstehen. Das ist einfach total unangenehm, anständig angerufen zu werden. Da kannst du einfach mal Leute umbringen. Läuft. Aber sie hätte wenigstens mit ihr sprechen können. Ich weiß nicht, ob es das besser gemacht hätte. Nein. Siehste? Das ist egal, aber wäre sie jedenfalls nicht alleine gestorben. Das Ding ist, mit ihr zu sprechen, es ist also ist nicht wichtig für Vicky, also für dieses immer scheiße, dann ist schon kacke. Es ist, wäre aber ein Zeichen von Menschlichkeit in Jojo gewesen. Ja, ja. Mit ihr zu sprechen wäre quasi, würde sie quasi eine Art Rechtfertigung vortragen, warum sie das gerade tut. Aber Jojo braucht keine Rechtfertigung mehr, weil Jojo keine Seele hat. Ihre Seele saß doch daneben. Oder hat sie dann ins Auge getaucht? So Leute, also da würde ich sagen, wir geben uns halt einmal Edge zurück und da geben wir uns halt einmal ein Edge mehr zurück, als wir eigentlich besitzen und dann sind wir alle glücklich. Denn der Satz hat mir sehr gut gefallen. Welcher? Na, erstens, dein Tun hat mir gut gefallen. War mir nicht ganz sicher, ob du die jetzt einfach abschlachtest. Und dann Daddy Satz, das ist, war ein schöner Zusatz. Achso, ja, okay. Guck mal, hier wird man fürs Umbringen belohnt. Yay! Kill XP! Also in der Wohnung gibt's bestimmt noch Loot. Nein. Gibt's auch tatsächlich nicht. Ich meine, die musste von irgendwas leben und arbeiten war sie wohl nicht mehr. Ja. Nein, Jojo wird, wie gesagt, die Nachricht schreiben und dann, naja, vielleicht fährt sie auch lieber dahin. Also, na gut. Der wird ja vermutlich zu Hause sein. Achso, wollte der nicht dahin? Ja, aber der wird ja erstmal noch zu Hause sein. Achso, na, ich dachte, der macht sich schon auf den Weg, aber ja, okay. Na, der weiß ja nicht genau, wie lange das dauert. Der hätte ja auch annehmen können, du führst erstmal ein bestärkendes Abschiedsgespräch mit ihr, in der du sie beruhigst, in der du ihre Ängste nimmst, in der du ihr einfach Zuversicht gibst und in der du ihr sagst, es ist okay aufzugeben. Hätte ja sein können. Jojo wird, wenn er irgendetwas sagt, so eine Richtung, das niemals bestreiten. Aber wie gut kennt er die jetzt nochmal? Oder er hätte erwarten können, dass Jojo einfach zuhört. Sterbende oder fast Sterbende haben ja generell meistens noch irgendwas zu sagen, weil sie in dem Moment glauben, ihr Leben hätte Bedeutung gehabt, vor allen Dingen für andere. Das bedeutet, zuhören als eine der großen Qualitäten, sich Zeit nehmen, bevor man Sterbehilfe erteilt, hätte er ja als eine Grundkompetenz Jojos quasi annehmen können. Und er wusste nicht genau, was du da hinfährst. Also ich meine, die würde ihm gesagt haben... Die wird ihm gesagt haben, hier an dem Abend dann noch, aber die wird, ich meine, wie asozial wär's denn zu sagen, und heute 19 Uhr wird Jojo mit dann die Giftnadel setzen. Das, wenn du das genau weißt, dann ist ja auch scheiße. Nein, aber die haben ja darüber geredet. Jojo hat mit Gandhi darüber geredet, im Vorfeld schon mal. Das hatten wir zumindest ausgemacht, sonst hätte Jojo das nicht gemacht. Das ist ja alles okay, aber da weißt du trotzdem nicht, wie lange es dauert. Kann einfach sein, dass das, ne? Ach so, nee, ich dachte nur, sie schreibt ihm eine Nachricht, wenn es vorbei ist, damit er alles irgendwie machen kann und so. Und dann, weil er sie vielleicht dann auch erstmal nicht sehen will. Du hast sogar gesagt, du fährst hin, hä? Na, der, ich dachte eigentlich, dass der sich jetzt auf den Weg macht dahin, weil der ja alles regeln wollte da.
Ja, und das kommt jetzt darauf an, ob du ihm eine Nachricht geschrieben hast oder ob du, wie du gesagt hast, hinfährst. Na, ich sag ja, sie schreibt ihm eine Nachricht und fährt dann. So. Ja gut, dann wird er tatsächlich jetzt auf dem Weg sein und wird nicht da sein, ja. Genau, so, aber irgendwann wird er ja wieder da sein. Und sie besitzt ja doch so etwas, für ausgewählte Menschen noch so etwas wie Mitgefühl und Freundschaft, Zuneigung und alles Mögliche, was man halt noch so braucht. Es ist nur sehr selektiv geworden. Sehr, sehr selektiv. Da guckst du einfach Soundboard durch und da gibt's einfach nichts mehr, was irgendwie diese bodenlose Lüge hier noch irgendwie anzweifeln könnte. Aber welche bodenlose Lüge? Dass du überhaupt noch irgendwas fühlst. Das ist so. Sie fühlt noch was. Befriedigung zum Beispiel. Beim Töten! Das ist überhaupt nicht wahr. Blut soll fließen! Ich war so gut. Aber gut, na, der wird dann, bei ihm wird es tatsächlich länger dauern als 5 Minuten. Der denkt auch mal weiter als rein, raus, fertig, Maus. So, und dann wird er irgendwann nach ein paar Stunden da sein. Ja. Du wartet erstmal. Die muss ja erstmal ausloten, was jetzt Sache ist. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Easy. Er wird nämlich eine Flasche Kirsche rausholen. Dann würde er die erstmal aufmachen und da würde er jedem erstmal ein Gläschen einschenken. Was heißt jedem? Na, also da ich zähle halt 2 Personen in dem Raum. Ja. Und jedem heißt dann quasi, also für ihn und für dich. Alles klar, jetzt habe ich das verstanden. So, der wird erstmal wegstürfen. Da wird er nochmal nachgießen. Wenn du das nicht weggeschlürft hast, dann wird er halt so weit reingießen, bis es wieder voll ist. Sie macht schon, das ist dann ja ein kleines Glas, nehme ich an, Schnapsglas. Oder ein Saftglas. Ja, mit welcher unglaublichen, natürlich ist es ein scheiß Saftglas. Muss ja auch mal sein. Es ist ja nur Kirsche. Ja, es reicht für Jojo, aber ist egal. Meine Schwester, da habe ich ja von euch vergessen, die hatte ja, mit der hatte ich ja ein langes und unglaublich nerviges Gespräch und die hat das tatsächlich durchgekriegt, dass die wie hieß das gleich, dass sie die in vitro kriegt. Und dass sie die tatsächlich auch ohne genetischen Krams da kriegt. Also die machen schon so einen Haufen Pränataldiagnostik. Hat sie ja auch keinen Bock drauf gehabt. Scheiß Hippies. Aber die machen dann keine genetischen Upgrades und so einen Kram. Da hat sie sich richtig gefreut. Und die hat sich so sehr gefreut, dass das Gespräch einfach 3 Stunden ging. Wo es am Ende dabei endete, dass sie sich jetzt Gedanken macht über die Motive von Lätzchen. Lätzchen. In 2 Monaten hat ihren Ersttermin zur Erstbesprechung, wie das abläuft, sich künstlich schwängern zu lassen und denkt jetzt über das Motiv von Lätzchen nach. Ich dachte, deine Schwester hat schon ein Kind. Du hast mir doch erzählt, dass sie schon geworfen hat. Outgame, ist das die Wahrheit? Ja. Na klar hat die ein Kind. Aber man kann ja nie genug haben. Nee, die hat es ja nochmal versucht. Die hat ja gesagt, lieber gleich jetzt als weiteres, sonst müssen wir irgendwie nochmal gucken, wie es läuft. Später habe ich bestimmt keinen Bock mehr. Und da meinte ihr Mann auch, aber ich hätte auf jeden Fall noch Bock. Und da hat sie gesagt, du wirst ja auch nicht schwanger. Und da hat er gesagt, das stimmt schon, aber lass mal trotzdem. Und dann hat sich herausgestellt, nochmal ist es ja auch nicht so einfach, weil die Menschen heutzutage, die sind ja gar nicht mehr dafür gebaut, so viele Kinder zu kriegen, weil wir ja immer zu, vermutlich ist Schuld Aztec. Guter Sündenbock. Ne? Ja. Aztec hat ja das Problem, dass sie hünenhafte Schweden und Schwedinnen ja immer mit Orks verwechseln und deswegen versuchen die uns ja auch quasi immer zu sterilisieren heimlich. Das würde die in vitro erklären. Ne? Ergibt Sinn. Aber deswegen hat die sich ja auch entschieden, bei einem etwas kleineren Arbeitgeber anzufangen,
wo sie mit ihrer Kompetenz mehr zu melden hat, weil wenn die bei so einem Megacon wie meine Eltern wäre, der wäre das bestimmt nicht eher. Deine Schwester ist nicht bei Neonet? Nee. Achso. Ach, doch. Vielleicht habe ich es vergessen. Ich finde es okay, dass du dich nicht für mich interessierst und für das, was ich zu sagen habe, aber ich hatte es halt mal angenommen. Vielleicht habe ich es mal kurz vergessen. Ja, aber siehst du, ich weiß, was sein Bruder beruflich macht. Ja. Schlechtes Gedächtnis? Ich dachte immer, da rühmt sich jemand mit dem sogenannten fotografischen Gedächtnis. Das habe ich nie gesagt. Ich weiß noch ganz genau, dass das in der Serie war. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Habe ich nie gesagt. Natürlich hast du das gesagt. Kann sein. Weiß ich nicht mehr. Wegen meines Ich weiß das genau, denn ich habe ein fotografisches Gedächtnis, du dumme Nuss. Okay. Hat Vicky noch irgendwas gesagt? Du musst auf jeden Fall dein schlechtes Gedächtnis auf, weil wenn ich abkratze, dann werde ich viel zu sagen haben und das wird wichtig sein und dann werde ich dir auch den Auftrag geben, das in die Welt hinaus zu pusten und zwar überall, da wirst du dich den ganzen Tag hinstellen müssen. Da sollst du schon mal ein bisschen lernen, was hat der Noron hat das so neulich irgendwann empfohlen hier, dass das Gedächtnis drin, das sollst du schon mal machen. Jetzt weiß ich es ja, dann werde ich es aufnehmen. Das ist so respektlos. Wieso? Du kannst im sterbenden Menschen nicht seine letzten Worte aufnehmen. Du hast sie dir zu merken. Dann werde ich mir dieses Gedächtnistraining wohl doch mal zu Gemüte führen müssen. Ja. Mein Beinwagen ist wieder intakt. Wir machen jetzt eine Ausfahrt. Nee. Was soll denn das heißen? Oder warte, OT, hat der irgendwie einen Piloten an seinem scheiß Motorrad? Wieso? Weil der gerade eine halbe Flasche Kirsche getrunken hat. Was bist du denn jetzt so? Hä? War das jetzt Ingame? Nee, das war Outgame. Was bist du denn jetzt so eine halbe Stunde? Guck mal. Naja. Na, was testen, das jetzt in Game. Na, was testen jetzt hier? Ne, ich habe gerade was angeordnet. Jetzt ist die Frage, hat der jetzt, fährt das Motorrad auch alleine oder nicht? Nicht gut genug. Ich setz mich jetzt nicht mit dir ins Motorrad. Das kannst du voll vergessen. Hä? Wie viel ist in der Flasche noch drin? Ach, darum jetzt. Na, aber bist du nicht für sowas Magier? Ey, ja, das muss ich aber vorher wissen. Wofür bist du denn Magier? Moment, doch die Nebenwirkungen kann sie wegmachen, ne? Das heißt, er wäre nicht betrunken. Technisch gesehen ja, aber der geistige Schaden, den der Alkohol ja technisch gesehen auch verursacht, würde bleiben. Aber es ist ja jetzt noch nicht lange her. Nee, aber du kannst doch einfach... Boah, keine Ahnung, Alter, du kannst ihm auch einfach... Ein Patch ist zu spät. Nee, eigentlich ja, nee, ein Patch ist eigentlich doch nicht zu spät, weil wenn das jetzt gerade ein paar Minuten her ist. Ja, stimmt, dann ist nur das ein bisschen über ein Atmungsdings und durch einen anderen Erstdings aufgedingst. Dann ist das, was jetzt im Blut ist, alkoholtechnisch noch nicht von Relevanz. Na dann, ach Gott, die hat ja oft Patches. Geht sie irgendwie zu, keine Ahnung, irgendwo hat die ja ihren Krams rumliegen, holt schon einen scheiß Patch, packt sie ihn auf den Arm. Oder irgendwo hinten und sagt, Jod, los geht's. Du bist halt einfach so verdammt spießig. Nee, bin ich nicht. Aber wenn ich dasselbe gemacht hätte, hättest du mich wahrscheinlich im Zimmer eingeschlossen. Ich würde dich nie, bist du behindert? Alter, ich bin nicht dein scheiß Bruder. Oder es irgendwie, mich irgendwie anders davon abgehalten, mich dann noch aufs Motorrad zu setzen. Ich hätte dich einfach totgequatscht, aber das wäre ja was völlig anderes. Ja. Denn gegen totquatschen kann man sich immer noch durchweggehen wehren. Das war.
Außerdem kannst du auch einfach... Ach nee, du bist ja... Na, wir fahren jetzt los. Ich kann nicht einfach fahren. Bio. Ich hab das scheiß Saftglas gerade auch getrunken. Sie kleben sich ein Alkoholpatch auf. Bio. Was bist denn du jetzt nicht, Jean-Vian? Bist du behindert? Nee. Achso, okay, gut. Dann wollen wir mit dir eine längere Ausfahrt bestreiten, die sich vor allem durch Wortkargheit, eigentlich kann der nicht wortkarg sein, die sich durch große Vorträge auszeichnet. Da wird auch nochmal einen dicken Abstecher zum Playground machen. Dann wird er natürlich viel zu sagen haben über das, was jetzt dort drin ist. Es ist quasi so ein Arcade-Ding, ne? So eine Halle. Mhm. Und dann in der Nähe von der Uni und mehr. Es wird, ich sag mal, es könnte Zeit in Anspruch nehmen. Ist ja nicht schlimm. Ey, sag mal, der Bildungsauftrag, den er hat, der wird dort auf jeden Fall auch erfüllt. Und ich dachte, der will jetzt ein bisschen rumpöbeln oder sowas. Dachte ich halt auch erst. Gerade wenn da irgendwas ist, was ihm jetzt nicht mehr passt. Naja, so wie immer halt rumpöbeln, aber nicht mehr. Ich meine, der labert ja sonst auch nur Leute zu. Das würde ich jetzt noch nicht so überkrass als rumpöbeln empfinden. Das stimmt. Es ist ja kein Rumpöbeln, wenn du Leuten sagst, dass sie scheiße und hässlich sind. Ja. Aha. So. Alles gut. Easy. Ja, alles gut. Wie, keine Ahnung, sorgt dann dafür, dass sie noch in irgendeine Kneipe gehen und irgendwann, wenn das Alkoholpatch nicht mehr wirkt, sie wird ihr es aufbehalten und dafür sorgen, dass es da ein bisschen Bier gibt oder irgendwas anderes und dann kann sie ja auch fahren. Und mit ein bisschen war gemeint in rauen Mengen. Warte mal. Meinst du in rauen Mengen wie... Oder meinst du in rauen Mengen wie... Kommt drauf an, wie viel Bock er hat. Nee, es geht nicht darum, wie viel Bock er hat. Der Alkohol, die Schwere der Alkoholvergiftung bedingt, ob er summt oder ob er schon grölt. Das weiß ich, aber der muss ja wissen, wie viel Bock er hat zu trinken. Nee. An dem Abend geht es nicht darum, wie viel Bock er hat, sondern wie viel da reingeht in den Schacht. Ja, na gut, wenn an dem Abend Besäufnis angesagt ist, dann ist an dem Abend Besäufnis angesagt und dann ist das einfach so. Da muss man auch mal mit durch. Na, ich meine, der kann sich ja überhaupt nicht wehren. Der Typ bringt ihm ja immer neues Bier. Doch, also... Nee. Du weißt einfach nicht, wie das ist, wenn man in einer Bar sitzt und plötzlich steht ein neues Bier. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber es steht halt direkt vor dir. Der andere ist noch nicht mal leer. Du weißt nicht, wie das ist. Was willst du denn da machen? Kannst nichts machen. Denn das Problem ist, du kannst nie sicher sein, hast du es vielleicht schon bezahlt? Wurde es dir vielleicht schon ausgegeben von dem Typen, den du vorher am Klo zugelabert hast und der echt nett war, oder du warst schon völlig voll und der war nur genervt, keine Ahnung. Du weißt einfach nicht, was mit diesem Bier ist, also lieber weg damit. Alles gut. An dem Abend muss das sein. Deli, du weißt, wie das ist, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ist ja gut. Bier ein. Geil. Also ich fass mal zusammen, er wird dich nur mittelmäßig vollkotzen an dem Abend. Hm. Also ich meine, es könnte ja sein, dass du ihn ein wenig dann stützen musst, wenn er aus dem Ding rausgeht, ne? Ja. Jetzt ist das ja so, dass wenn er dann einfach nur den Kopf hängen lässt und dann sich so ein kurzer Schwall ergießt. Nur so ein... Kommt ja nicht mehr viel, aber es ist halt... Also ich sag mal, du hast ja extra die Brüste aufblasen lassen, damit der Winkel stimmt, damit quasi das besser auftreffen kann. Dass es nicht nur die Kotze von der Gravitation zu dir gelenkt wird, sondern dass da auch noch ein bisschen Fläche da ist, die das abfängt. Ja. Geil. Das ist quasi ein natürlicher Schild. Sehr gut. Alkohol ist keine Lösung. Doch. She makes things so very convenient for me.
my all-night penis garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Blablabla, bla, bla, Flummi und Jojo sind so furchtbar. So, darauf habe ich halt keinen Bock. Also jetzt gerade, ne? Auf das mache ich ja sonst immer, das war okay. Und ich denke auch, das wird mich und viel mehr noch Flummi sowieso in den Kommentaren erwarten. Von daher easy. Worauf wollte ich hinaus? Genau, auf einen wunderschönen Satz, den Flummi dann auch gebracht hat. Leider nicht mehr auf der Aufnahme, es wäre richtig gut gewesen. Und zwar, ich glaube, das war nach dem Spielabend, nach dem gesamten. Vicky hat genau die Richtige gefragt. Und das hat sie am Ende auch erkannt. Das war übel schön, oder? Solche Sätze finde ich, finde das so schade. Manchmal würde ich das auch gern können, aber es sind einfach Sätze, die ich sehr schön finde. Die runden ab und die fassen zusammen. Wunderprächtig. Prächtig. So. So, Vicky haben wir aus dem Weg, das ist mal ganz gut. Dann können wir uns ja jetzt den wesentlichen Dingen widmen, so in den nächsten Folgen. Ich müsste jetzt kurz überlegen, welche das sind. Ich fürchte, so wesentliche Dinge kommen da gar nicht mehr. Aber das ist ja erstmal egal. Wir können jetzt immerhin uns den wesentlichen Dingen widmen. Das ist ja gut. Na. Ansonsten war die Folge ja super kurz, wie ich gerade sehe. Ich weiß auch einfach nicht mehr, warum. Das heißt aber auch, da gibt es ja offensichtlich nicht mehr viel zu sagen. Die Musik ist von Lamprey mit Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheesemouse mit Cheesemouse und Penis Garage. Diese Videobild ist von Evil mit dem Doomsday. Da reicht auch Scheiße in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milzbros, Milzproletten und mehr.